Studiert weiter, ich werde euren Blick nicht ablenken. Und was haben eure Beobachtungen euch gelehrt? Oh, ich könnte euch gar nicht alles erzählen, was ich sehe. Das sind so viele Daten, dass sie erst dreimal gedeutet und untersucht werden müssen. Es ist schon ein Wunder, dass ich die ganzen Informationen ohne Schaden aufnehmen kann. Im Großen und Ganzen stehen uns aber interessante Zeiten bevor. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die Himmel selbst schauen interessiert zu. Am Horizont zeichnen sich Konflikte großer Tragweite ab. Ja, ich glaube, er spricht damit den Konflikt Baldur's Gate Wenn an. niemand besser geeignet ist. So, ich schicke mal schnell nur Kalid darüber, dass er da den restlichen Fitzel erkundet, der hier noch fehlt. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht alles aufdecken können. Ah, doch. Hat geklappt. So, gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir müssen jetzt wieder gen Süden, kerzengerade gen Süden. Können ruhig hier einen kleinen Schwung machen und dann den Rest da aufdecken. Ja, es geht voran. Manche Gebiete sind halt auch schnell zum Aufdecken, so wie jetzt gerade Was das wollt ihr? Gebiet hier, Beinahe wenn unter man meiner sich nicht Würde. ewig mit einer Gruppe Wölfe rumplagt. Obwohl man ja sagen muss, es waren. Hallo! Kampfhund? Nein, Wildhund. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Eine kleine Gruppe Wildhunde. Die sind kein Problem. Die sind ja sogar harmloser als Wölfe. Auch wenn es, wie gesagt, eigentlich gar nicht meine Art ist. Also ich töte nicht gerne Wölfe und Hunde. Aber ich kann ja nichts machen, wenn sie nicht so angreifen. Und mein Waldläufer ist ja der Hamster-Experte, der kann keine anderen wilden Tiere. Naja gut, er könnte einen Wildhund zähmen, aber was bringt mir das? Na gut, es ist ein Hundeleben, was wir gerettet hätten. Andere wilde Tiere wären besser gewesen. So wie wilde sprechende Hühner. Okay, wir haben nicht mehr viel, oder? Nein, wir haben nur noch das untere Viertel hier. Da dürfte sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel verstecken, außer ein paar random Gegnern wahrscheinlich. Oder nicht mal das. Ja, doch. Das sind diesmal Kampfhunde. Wo ist Minsk? Jetzt machen wir es doch einfach mal. So. Gut, wir haben einen Kampfhund auf unserer Seite. Konnten wir wenigstens einen retten von. Ach. Gut. So, den haben wir jetzt wahrscheinlich entweder dauerhaft oder eben halt bis wir das Gebiet verlassen. Ich glaube nicht, dass der Zauber irgendwann nachlässt. Jedenfalls nicht in allzu absehbarer Zeit. Weil das ist ja eigentlich das Tier beruhigen, ihm zeigen, dass wir keine Feinde sind. Fand ich übrigens auch nicht schlecht, mal so als Ein kurzer Mann Off. sollte seinen Herrn nie zu Aids ansprechen. Ja, wer bist du? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber würdet ihr bitte etwas von mir fernbleiben? Du hast unangesprochen. Bei allen Göttern am nächsten Zehntag werde ich wieder nach Tiefwasser zurückkehren. War eure Reise Geschäft oder Vergnügen? Was findet ihr an der Schwertküste so unangenehm? Ich gebe nichts auf euer Gejammer. Geht wohin ihr wollt, aber geht mir vor allem aus dem Weg. Ihr kommt aus Tiefwasser. Diese großartige Stadt möchte ich eines Tages besuchen. Nö, wir fragen eure Reise Geschäft oder Vergnügen.
Geschäfte natürlich. Es macht mir bestimmt keinen Spaß, in diese winzigen Käfer zu kommen. Wenn die Räuber nicht wären, wäre ich schon seit ein paar Tagen wieder daheim. Meine Korgis werden krank vor Sorge. Krank, sage ich euch. Was wisst ihr schon darüber? Ihr seid doch Tiere. Sehr freundlich. Ihr lebt im Schmutz, überall sind Räuber und man findet keine einzige vernünftige Badeanstalt. Ja, ich hasse die versnobten Adligen. Aus allen Städten. Das hat nichts unbedingt was mit Tiefwasser zu tun. Ich finde Tiefwasser auch, dass Tiefwasser eigentlich eine schöne Stadt ist. Vor allem hat sie vernünftige Fürstenherrscher. Ich habe ja mal einen erwähnt, einen der drei mächtigsten Magier, Kelben. Der hat übrigens eine größere Rolle in der Eye of the Beholder Trilogie. Dort ist er nämlich unser Auftraggeber. So, aber was ich sagen wollte, bevor uns der Adlige hier unterbrochen hat, auch wenn es ein bisschen nicht jetzt hier zu dem Spiel gehört, sondern zu Icewind Dale 1. Es gibt nämlich in Icewind Dale 1 einen Auftrag, da soll man einen Wolf aus einem... Oh, hallo, Hunde. Wieder Windhunde. Also ja, da soll man einen Wolf aus einem Laden vertreiben. Man hat eben zwei Möglichkeiten. Entweder man tötet den Wolf, ganz einfach. Oder wenn man einen Waldläufer dabei hat, kann man den Wolf einfach sozusagen zähmen. Oh, der Wildhund ist wieder wild geworden. Der Kampfhund. Und ja, was sich die Entwickler da Schönes haben einfallen lassen, wenn man den Wolf zähmt, dann ist er nicht nur friedlich, sondern verlässt auch einfach den Laden und, die Stadt. Das finde ich, haben sie sich sehr gut einfallen lassen, dass das so gemacht wird. Also, dass der Wolf dann einfach verschwindet, dass man da die Wahl hat, den Wolf einfach zu beruhigen und aus der Stadt zu bringen. So, jetzt aber wieder zurück zu Baldur's Gate. Wir wollten die Küste ansehen, aber vorher haben wir hier noch ein Gebiet, was zwischen den dreien liegt. Ich denke, weil das näher liegt, gucken wir uns das erstmal an. Hallo, Schwarz. Oh, ein Halbogre, der Imoen böse mitspielen will. So, weg mit dem Halbogre. Weg mit dem Zwarten. Kommst du her? Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Oh, er kann nicht mehr fliehen, also findet er seinen Mut wieder. Gut. So, ein Zwartüberfall. Gucken wir mal, was die Tossattes dabei hatten. Wahrscheinlich wie immer nichts. Ah, lernfähige Kugel ist nichts wert. Nehmen wir uns das mal trotzdem an uns. Gold und was hast du? Schockgriff, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Ja, beinahe unter meiner Würde. Gehen wir einfach gen Süden weiter. Das Gebiet ist ja nicht so weit weg eigentlich. Oh, wir sind fast da. 2 Reisestunden noch. Es ist dunkel. Nichts leichter als das. Gut, schauen wir uns in diesem Gebiet um. Was es hier so gibt. Bis jetzt ruhig und friedlich. Ein bisschen bewaldet, ja. Nichts wirklich Gefährliches. Ist auch nicht ganz so groß das Gebiet, sehe ich gerade. Also können wir es ruhig erkunden. Ja. Blaue Wäldchen. Bis jetzt noch keine Gegner.
Hier ist ein großer Stein mal wieder. Ja, ein sehr großer Stein. Oh! Hilfe! Ja, wir haben nicht gerastet, okay. So, Wölfe hauen. Ja, jetzt hat Münz gerade mit Khalid geredet. So, einmal Heilung für Talisa. Die ist doch ein bisschen angeschlagen gewesen. So, gucken wir von hier aus mal kurz nach Norden. Nein, da ist nur Ulcaster. Gut. Und ich denke mal, von Ulcaster aus würde man noch Gullikin sehen können. Also das Halblingsdorf. Das ist aber allerdings ein Gebiet, was ich für eine ganze Weile meiden möchte. Weil die Feuerweinbrücke würde ich wirklich erst gern machen, wenn wir... Also Gullikin gehört zur Feuerweinbrücke, würde ich erst gern machen, wenn wir in Akt 5 sind. Dann ist es dort vielleicht sicher. Sicherer. Und ich glaube wirklich, dass ich das Risiko eingehe und mich erst mit Level 6 zum Kleriker mache. Oh, hallo. Ein einsamer Zwerg. Ich bin ganz Ohr. Eine Zwergin. Ich wette, ihr seid wieder so ein Abenteurer, der die Welt verbessern will oder so. Dann knüpft euch doch mal die Urge im Süden vor, wenn ihr euch dann besser fühlt. Sahia 3, eine ziemlich verwirrte Zwergenkämpferin, hat mich vor einem Ogerlager im Süden gewarnt. Ogerlager im Süden bedeutet, wir sollten auf jeden Fall, weil es schon lange her ist, mal einen Quicksave machen. Und dann einmal rasten. Für die Gerechtigkeit. Ich bin wiedergefallen. Was werde ich verschwinden jetzt? Ihr beide aus der Gefahrzone raus. Du knüpft dir mal den Wolf hier vor. Und wir hätten auch noch ein bisschen heilen sollen, bevor wir rasten. Gut, dass wir unterbrochen wurden. Sonst hätten wir nämlich jetzt Heilzauber einfach verklempert. So, letzter Wolf. Mich kümmert hier lang. Nichts leichter als das. Du bist hier, denn ich verschwinde jetzt. Ihr beide, ihr legt den Wolf. Oh, der ist abgehauen. Okay. Ja. Dann heil du mal. Und nochmal auf Khalid. Dann müssten wir sogar alle voll sein. Was wollt ihr? Ja. Wollt ihr mich veralbern? Jetzt werden alle noch mal gebissen, sehr schön. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, Hira sollte sich mit der letzten Heilung selber heilen. Wie ihr wünscht. Und immerhin hat keine Pfeile mehr. Mich kümmert's nicht. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Das ist nicht so toll. Bei dir füllen wir mal Kugeln nach.
Oh, der Wolf hat seinen Mut wiedergefunden und gleich wieder verloren. Ja, ist jetzt ein bisschen doof, dass er immerhin keine Pfeile mehr hat. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt in Ruhe schlafen können. Was ist das bitte? Also ja, ich finde es schön, dass wir so viele Erfahrungspunkte kriegen.